said one and two. All right, one, two, three, four, here we go. All right, come on, take the old way home. I said one and a two, I said three and four, I said all you got. Hey, lasst uns mal über das Thema Intoleranz sprechen. Ich habe mich in letzter Zeit oft mit diesem Thema beschäftigt und viele Gedanken darüber gemacht. Wann ist Intoleranz okay? Vor allem Toleranz und Intoleranz bezüglich politischer Richtungen und politischer Seiten oder auch Parteien wie der AfD. Hierzu gibt es ein Theorem oder ein Zitat, was besonders oft Verwendung findet und besonders oft genannt wird, und zwar ein Zitat vom Philosophen Karl Popper. Das sogenannte Paradoxon der Toleranz. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden von Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranten zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Ein Satz, den man von beiden politischen Lagern zur Genüge hört. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel Toleranz ist notwendig und ab wann ist Intoleranz erlaubt bzw. gut für die Gesellschaft? Denn wenn man diesen philosophischen Ansatz betrachtet, ist auf den ersten Blick auf jeden Fall ziemlich logisch. Ich meine, das kann sich jeder denken, wenn du zu viel Intoleranz in einer Gesellschaft tolerierst, also uneingeschränkte Toleranz zeigst gegen alles, gegen Rassismus, gegen Fremdenhass, gegen Gewalt, dann schafft sich diese Gesellschaft natürlich selbst ab und die Intoleranten übernehmen diese Gesellschaft und zerstören diese sozusagen. Deswegen ist es natürlich logisch, wenn man sagt, Intoleranz ist gegen Intoleranz manchmal notwendig. Das Problem dieses philosophischen Ansatzes ist jedoch, dass er in letzter Zeit ziemlich häufig instrumentalisiert wird. Bedeutet, von beiden politischen Lagern, links sowie rechts, missbraucht wird, meiner Meinung nach. So betrachten wir meistens Intoleranz als zum Beispiel Fremdenhass, Homophobie, natürlich Intoleranz gegenüber anderen Lebensstilen, Lebenseinstellungen und auch die Intoleranz gegen andere Meinungen. Das sind so die Gebiete, die wir kennen, und diese Gebiete werden natürlich von beiden politischen Lagern missbraucht. So sagen die Linken, die Rechten sind intolerant gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen Schwule, gegen eine moderne Gesellschaft, und deswegen können wir intolerant gegen diese Intoleranz sein. Und das gleiche Argument wird natürlich auch vom rechten Lager verwendet. Da kommt dann, die Linken zum Beispiel sind intolerant gegen unsere Meinungsfreiheit, gegen unsere Meinung, gegen unsere andere Weltanschauung, und deswegen haben wir auch das Recht, nach Karl Popper intolerant zu sein. Und hier sehen wir natürlich jetzt ein großes Problem. Wenn wir natürlich einfach nur seinen Satz nehmen, das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, und es auf diese beiden politischen Lager anwenden, dann haben beide recht. Dann haben beide recht, liegen aber auch beide falsch. Denn dann sind eigentlich Rechtsradikale und Linksradikale beide nicht mehr in diesem Spektrum. Aber Karl Popper hat das Ganze natürlich noch weiter ausgeführt, nur werden diese weiteren Ausführungen häufig mal ignoriert. Und jetzt natürlich die Frage, ab wann ist Intoleranz gegen Intoleranz okay? Zum Beispiel bei einer Partei wie der AfD, die meiner Meinung nach offen Intoleranz im Parteiprogramm hat und auch Intoleranz in abgeschwächter Form hier und da, wie zum Beispiel Fremdenhass, Homophobie und Intoleranz gegen eine andere Lebensweise in gewissen Bereichen predigt und das auch durch bestimmte Mitglieder vertritt. Okay, mir ist gerade aufgefallen, ich habe leider das zweite Zitat, das jetzt extrem wichtig wäre, um Karl Poppers Theorie noch weiter auszuführen und ein bisschen weiter zu erklären, zu Hause vergessen, beziehungsweise nicht aufs Handy gespeichert. Das bedeutet, ich radle jetzt nochmal ganz kurz nach Hause, suche dieses Zitat mal schnell raus und dann führen wir meinen Gedanken zu Ende, und ich hoffe, ich kann mich da noch dran erinnern, was ich euch gerade erzählen wollte. Also, hauen wir ab. So, weiter geht's uns erstmal. Sorry für das Vogelgezwitscher, aber es ist einfach viel zu warm hier drin. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich wollte das Zitat vorlesen. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir zum Beispiel intolerante Philosophien auf jeden Fall gewaltsam unterdrücken sollten. Solange wir ihn durch rationale Argumente bekommen können und solange wir sie durch die öffentliche Meinung in Schranken halten können, wäre ihre Unterdrückung sicher höchst unvernünftig. Aber wir sollten für uns das Recht in Anspruch nehmen, sie, wenn nötig, mit Gewalt zu unterdrücken, denn es kann sich leicht herausstellen, dass ihre Vertreter nicht bereit sind, mit uns auf einer rationalen Ebene zu diskutieren. Sie können ihren Anhängern verbieten, auf rationale Argumente, diese Enttäuschungsmanöver nennen, zu hören, und sie werden ihnen vielleicht den Rat geben, Argumente mit Fäusten und Pistolen zu beantworten. Wir sehen also, Popper
führt noch weitere Kriterien ein, die ich zum Beispiel aber noch nie in irgendeiner Zeitung wirklich vernommen habe. Nämlich gibt es zwei Kriterien, um Intoleranz gegen Intoleranz zu rechtfertigen. Einmal, dass keine rationalen Diskussionen mehr möglich sind, dass Argumente nicht mehr wahrgenommen werden und als falsch abgestempelt werden. Das Ganze kennen wir jetzt so ein bisschen zumindest unter dem Begriff Fake News. Das ist schon mal ein bisschen kritisch, aber der Hauptpunkt, der eigentlich zur Intoleranz gegen Intoleranz bemächtigt oder befähigt, ist erst der Punkt Gewalt. Und das ist halt auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Zum Beispiel wäre laut dieser Definition die Antifa, die Autos oder Gegenstände von rechten Politikern oder rechten irgendwelchen Leuten zerstört, wären dann die Intoleranten, die zu bekämpfen wären. Aber auch Nazis oder Rechte, die auf Demonstrationen laut Intoleranz predigen, für Hass aufrufen, für Gewalt aufrufen und würden laut dieser Definition bekämpft werden können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist erst der Aufruf zur Gewalt wirklich schädlich für die Gesellschaft? Es ist schließlich auch möglich, ein ganzes Regime ohne Gewalt umzukrempeln oder an die Macht zu kommen und dann erst alles umzustellen und dann richtig intolerant zu werden. Das ist ja auch möglich. Sollte man also schon die Anfänge bekämpfen? Und da ist jetzt mein großer Kritikpunkt an vielen Leuten, die dieses Theorem verwenden. So genau steht das gar nicht drin. Das ist eine sehr große Auslegungssache. Jeder verwendet es, links, rechts, jeder. Jeder beruft sich ein bisschen auf Karl Popper, dass man Intoleranz bekämpfen will. Jetzt natürlich die Frage, ist die Intoleranz der AfD eine Intoleranz, die durch Popper bekämpft werden sollte? Oder befindet sich das Ganze noch in einem Stadium, wo man sagt, Argumente, Diskussion und ein gesellschaftlicher Konsens können das Ganze im Zaum halten? Meiner Meinung nach kann das die Gesellschaft auf jeden Fall noch. Was ist denn eure Meinung? Dieser philosophische Ansatz von Popper ist ja schon mehrmals durch die Medien gegangen, ist ja schon mehrmals verwendet worden. Wahrscheinlich habt ihr auch davon schon gehört. Aber was ist eure Meinung? Wie seht ihr das Ganze? Wird das Ganze falsch verwendet? Wird das Ganze aus dem Zusammenhang gerissen? Oder ist es genau richtig, auch schon intolerante Meinungen zu unterdrücken? Oder wie sollte man sie unterdrücken? Ist es richtig, die AfD als intolerante Partei zu bezeichnen und zu unterdrücken in dem Fall, oder ist es eher sinnvoll, den öffentlichen Diskurs zu suchen? Also sagt mir nochmal eure Meinung in den Kommentaren, folgt mir für weitere Videos und wir sehen uns die nächsten Tage nochmal mit einem mega coolen Video, denn ich war im Bayerischen Landtag, aber mehr dazu in 1, 2, 3 Videos. Also wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und vergesst eins niemals, dieser Kanal ist alternativlos. Ciao!